Oh, war ja, der Monty hatte mal wieder Ideen. Und zwar, jo, also herzlich willkommen zu Rogue Legacy 2. Jo, wir sind immer noch beim vierten Boss, glaube ich, oder? Jo, zweites Gebiet haben wir gemacht, drittes Gebiet haben wir gemacht, viertes Gebiet ist Stygische Fakultät, dort sind wir gerade, genau. Und jo, ich habe diesen Char hier, ich glaube, den habt ihr im letzten Part noch gesehen, mit dem habe ich jetzt ganz kurz ein bisschen gefarmt. Beziehungsweise habe mich so durchgekämpft und habe relativ oft hier Lebenserhöhungen oder so irgendwas bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist eigentlich ein schöner Run, eventuell um gegen den Boss nochmal anzutreten. Und ja, wollt euch dann doch an dieser Stelle mal mitnehmen. Ich hoffe, das passt jetzt soweit. Eventuell können wir hier oben noch ein bisschen Leben oder irgendwas abkassieren. Nein, leider nicht. Jo, ich habe mich schon zum Boss im vierten Gebiet durchgeschlagen. Dort können wir uns direkt hinporten und können uns den Kram mal reinziehen. Jo, bin ich mal gespannt. Jo, gucken wir mal. Und zwar ist es dann hier Stygische Fakultät Drohn. Und dort war ja dieser komische Zauberer, der dann meint, eine Kiste werden zu müssen. Da sind wir ja höllisch begeistert. Also machen wir das mal. Jo, das mit der Mykologie oder was das ist, dieser Pilz, das ist so ein Super Mario, eine Super Mario-Verarsche praktisch. Wenn man irgendwie, oder manchmal kriegt man als Heilung praktisch so einen Pilz hingeschmissen und dann wird man groß und bekommt, hier, Mykomanie, ich liebe Pilze, du stehst voll auf Pilze. Ja, wie gesagt, da wird man groß wie Super Mario und kriegt ein bisschen Leben, gut geschrieben. Ihr seht, ich habe 21.000 Gold gut gemacht, also ein wirklich schöner Run, habe relativ viel hier geklärt, nicht alles, aber ja, schon einiges logischerweise. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob es gegen den Boss hier reicht. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden es sehen. Wir können auch das Eis mal nutzen. Eventuell kann ich damit, mit diesem Special da, mit dieser Magie, den Boss mal einfrieren. Mal gucken. Ja, wir sind fast voll mit dem Leben. Sehr schön. Und ich habe die Rolle. Und ich muss die Plattform hier nutzen, um von ihm wegzukommen und nicht immer wieder getroffen zu werden. Estua, Henoch. Ich habe ein gutes Gefühl. Warum auch immer. Ja, Damage stimmt. Oh, was mache ich da? Da fängt schon Kacke an. Oh je, das fängt richtig Kacke an. Bitter. Komm, mach was, mach was. Oh Gott. Jo, einfrieren. Ja, bringt nicht viel. War klar. So, hier reinbrettern. Oh je, oh je. Gut, alles klar. Ich hätte es sein lassen können. Komm, komm, komm. Zweite Phase. Mach doch was. Oh, was? Ich kann gerade gar nichts. Was mache ich denn hier? Das ist ja bitter. Das ist ja richtig bitter. So, jetzt aber hier zu doll. Oh. Wahnsinn, was geht ab? So, hier nochmal durch und weggehen, weggehen. Ich habe gesagt, ich wollte die Umgebung mal nutzen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ach so, stimmt, ich kann gar nicht durch die durchdodgen. Gut, wenn man alles vergisst, ist natürlich doof. Irgendwas macht er da? Oh Mann, was mache ich denn da? Oh je, oh je, oh je. So wollte ich den Boss angehen. Komm, machen gerade weg. Sehr schön. Gut, wir haben noch halb Half-Life. Wenn ich ihn jetzt einfriere und einfach super viel Damage mache, durchdodge und so weiter, vielleicht wird's ja was. Komm hier, Truhe. Stirb. Stirb, Truhe. Achso, ich musste looten, ne? Und dann muss ich zuschlagen. Alles klar. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, was man da eigentlich machen soll. Oh, Lego Mio, ey. Durch, ja. Oh, nee. Roll dich doch weg, du kannst es doch. Wenn ich mal ein bisschen Heilung hätte. Ey, das könnte aber was werden, oder? Wenn ich einfach schön damage-mäßig dranbleibe und er keinen Quatsch macht, dann wird das was, Gott sei Dank. Hier, mach was. Frieh ihn ein. Sehr schön. Ja. Jawohl. Sehr geil. Estua bezwungen. Yay, ich hab's doch im Feeling gehabt. Sehr schön. Ein möglicher Gram. Sehr geil. Und den vierten Boss geschafft. Estua Henoch wurde besiegt, auch wenn sehr casual-mäßig so. So, zwei Äste haben wir noch. Wir kriegen aber hier sonst jetzt gar nichts. Okay, ansonsten, was ist das fünfte Gebiet? Ist dann das Sonnenturm. Dort wird es ja richtig spaßig. Hier werden wir... Achso, ich bin ja eben Thron. Was mache ich da? Ah, dort chillt jemand rum.
Es war schon immer etwas ab. Er war schon immer etwas abgehoben, hat versucht, Probleme zu lösen, die man gar nicht hätte lösen müssen. Wenn er früher auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt wäre, wäre alles vielleicht anders gelaufen. Jo. Die Wurzel holt uns alle, manche schneller als andere. Noch was? Will sonst noch jemand mit mir quatschen? Ja, dann können wir hier nochmal runter. Ja, und hier ging es dann zu den anderen Bossen. Da gibt es ja auch diese Gegner, die da immer wieder kommen. Genau, die können wir vielleicht gerade noch wegmachen. Gibt auch nochmal, genau, Gold und so ein Kram. Haben wir nochmal schön weggetankt. Sehr geil. Und den Typ hier. Jawohl, gibt schön Gold. Ja, gut, alles klar. Dann gehen wir in den Sonnenturm. Was sollen wir machen, ne? Viel andere Möglichkeiten habe ich nicht. Haben wir ihn mal schön weggepiekst, den Endboss. Wunderbar. Jo, Sonnenturm. Was habe ich... Achso, stimmt, das sind wir auch einmal hoch und dann haben wir direkt auf die Nüsse bekommen, ne? So war es doch. Genau, da bin ich auch hier durch und habe mich dann hier hochgeballert. Da haben wir den Pilz gesehen. Dann jetzt hier... Ja, da bräuchte ich eigentlich einen Dreifach- oder Doppelsprint oder sowas. Das gab es ja auch als Fähigkeit. Ja, weil sonst kann ich gar nicht oft genug sprinten. Da gehen mir die Sprints aus. Ja, und hier waren halt die krassen Gegner teilweise unterwegs. Jetzt bin ich auch noch schön groß. Und die treffen mich super easy. Traumhaft. Oh, aber hier... Oh, das sieht man schön. Goldbonus ist da. Und auch hier diese Fontänen. Diese Goldfontänen, die dann immer ausgespeit werden. Je nach Gegner. Das ist schon nice. Da oben bin ich. Okay. Oh je, oh je, oh je. Goldfontäne nochmal. Oh, da oben der Himmel nervt. Hallo. Ich krieg nichts geschissen. Oh, schön. Was Neues. Mondsichelhelm. Sehr geil. Apropos Helm. Ich habe noch die Brustplatte gefunden. Hier von unserer Adamantit oder wie der Zeug da heißt. Also auch was Neues. Das war, glaube ich, auch in diesem Run. Einfach in irgendeiner Kiste. War jetzt nichts Besonderes, was ich irgendwie noch euch zeigen müsste. 25.000 Gold. Da geht schon einiges. Da können wir wieder auf Damage oder Verteidigung oder was auch immer gehen. Mal gucken. Oder ein bisschen in die Breite oder sowas. Keine Ahnung. Was macht Blink da? Blinkt sich mal hin und her. Ja, und jetzt auch mit Adamantit, da wissen wir noch gar nicht, was so die Bonis sind, glaube ich, oder? Das wurde noch nicht angezeigt, wenn man da genügend, also wenn alle Rüstungen zusammen hat. Aber bis jetzt gefällt mir der Dungeon hier eigentlich so. Pi mal Daumen, also das traue ich mir schon zu. Oh je, alles klar. Nur doof ist immer, wie man da hochkommt. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte gerne noch einen zweiten Raum hier irgendwie gesaved. Wie ich da gut hinkomme. Also nicht immer da so jumpen muss. Und mehr Sprints wären echt nice, weil man sieht es hier gerade. Das wird hier, glaube ich, nervig. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier der Boss auch darauf irgendwie ausgelegt ist, dass man oft sprintet oder sowas. Aber bis jetzt läuft es ja ganz angenehm. Och, spuckt das Zeug. Spuckt er jetzt nach oben? Das wird ja immer schöner. So, stirb. Nochmal was Neues. Sehr geil. Ammonit, Schmuck, schweres Rüstzeug aus uraltem Gestein, das klingt nice und gib mir noch Steine, traumhaft. Und da kann ich nach unten, was mir was bringt. Ah, hier. Okay. Ah, okay, Moment mal. Hä? Wie komme ich da? Achso, hier. Achso, und da muss ich mich hier so, oh Gott, das kann ja, oh Gott. Da. Okay. Ja, das meine ich halt. Es wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man nicht genügend Sprünge hat und so. Und nicht weitere Doppelsprünge und so, oder? Würde ich mal behaupten. Das könnte sich als schwierig erweisen. Oder fliegen kann. Hier der Luftschiffmann, Pirat oder so, wäre vielleicht hier ganz nett. Würde ich jetzt mal so behaupten. So vom Feeling. Oder... Jo, heute bin ich nur mal arschmüde. Mein Aufnahmegerät macht richtig blöd. Oh, ich komme nur dort weiter. Ist nicht wahr, oder? Oh, nee, Leute. Gut, das ist ein Selbstmordkommando. Das kann ich haken. Das wird nichts.
Da brauche ich es gar nicht versuchen, weil dann stirbt mein Char einfach nur. Das ist dämlich. Dann machen wir lieber Folgendes. Dann mache ich doch noch hier in Psychische Fakultät. Ja genau, da haben wir noch ein, zwei Räume. Schauen wir uns die noch an. Da werde ich eh jetzt gleich drauf gehen. Hol noch ein bisschen XP mit und so ein Kram. Und was man da noch finden. Ja, wie gesagt, heute arschmüde, geht gar nichts. Aufnahmegerät macht richtig blöd. Ja, hört man mich überhaupt? Ich hoffe doch. Und, oh. Überlebe Zwillingsring des Hyperon, ja. Überlebe tödliche Treffer und erhalte 50%, ja. Deines Lebens zurück. Super toll. Ja, das war's hier. Mehr ist hier nicht. Was haben wir noch? Hier können wir noch weiter runter. Dann machen wir das gleich. Zweimal runter, ne? Ah ne, hier, wo ist das jetzt? Ah, auf der anderen Seite, okay. Gehen wir hier runter. Ja, manche Räume habe ich ausgelassen, die schwierig waren. Also könnte es jetzt eh spaßig werden. Und eine Kerze übersehen. Traum... Oh Gott. War das schwierig? Ne, ich glaube, den Raum habe ich einfach nur nicht gesehen. Oh Gott, was ist denn das? Jetzt wird es ja richtig schön. Oh nee, 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 komm, mach. Ach, schade. Hätte ja noch klappen können. War ja klar. Ein Mimik-Knirsch. Ja, alles klar. So, super viele Gegner und XP. Wunderschön. So, Char ist mir fast egal. Skelettschlüssel öffnet. Oh, sehr schön. Das ist auf jeden Fall geil. Ich kann in jede Richtung sprinten, habe aber weniger Leben. Super toll, aber der Schlüssel ist halt super wichtig, ne? Und hier haben wir mehr Volltrefferchance direkt von Anfang an mit einem Astromant. Mhm. Das hier wissen wir noch gar nicht. Ja gut, Skelettschlüssel ist halt schon mega, ne? Gerade jetzt in einem der letzten... Ja, ich brauche keine Ahnung, Alter. Komm, machen wir das einfach. Und da gehen wir uns mal die neue Ausrüstung reinziehen hier. Was haben wir denn so schönes Neues? So, warum ist hier ein... Warum ist hier so ein... Ah, hier. Ach, die Waffe könnte ich noch verbessern, genau. Stärke und Rüstung würde mir aber verloren gehen. Also Stärke geht dazu, Rüstung würde mir verloren gehen. Gewicht wäre niedriger. Okay. Als das Ding da. Okay. So, dann das. Was haben wir hier Schönes? Vitalität und Rüstung geht runter ordentlich. Mondsichelhelm. Ja, Vitalität ist aber nicht schlecht eigentlich, ne? So viel Vitalität. Aber ich will mir noch den Bonus noch reinziehen hier. Plus zwei Rüstung im Verhältnis zum Wachtmannsdingens da. Da haben wir 13 Rüstungen, hier haben wir 15 Rüstungen. Aber 60 und hier 50. Ja gut, alles klar. Also Gewicht. Machen wir mal. Kaufen uns das Ding mal. Plus 30 Rüstung. Huiuiuiuiui. Das ist schon heftig, ne? Ja. Also das ist wirklich so der Rüstungsbuff hier. Da haben wir alles und hier haben wir Ammonit-Fossil. Und Blutdurst. Ach, Blutdurst hatte ich jetzt. Ne, hatte ich nicht drin. Gibt auch nochmal Rüstung. Ja, kaufen können wir es ja mal. Und jetzt ist es auch angelegt. Und da könnte ich eventuell... Gut, hier ist es ja... Wenn ich das jetzt ausziehe, ja, behalte ich hier trotzdem die Einheitenstufe. Gut, das könnte ich auch an anderer Stelle machen, ne? Hier mal Rüstung. Was gab es da noch? Ist alles nur auf Rüstung ausgelegt. Kann ich mich eigentlich nur nach Schwere entscheiden. Oder was ich noch dabei haben will. Zum Beispiel mehr Vampirismus-Runen oder sowas. Ja, ich bleib jetzt trotzdem mal hier drauf. Ist egal. Wir sind immer noch klobig da unterwegs. Der Mondsichelhelm. Ach stimmt, das war das, was mich interessiert hatte. Genau, wenn ich den jetzt ausziehe, bleibe ich hier trotzdem auf voller Rüstung. Und hier würde ich viel mehr Leben dazu bekommen. Ja, das reicht mir eigentlich, ne? Lieber auf Mondsichel hier.
richtig viel Leben ist schon geil, ne? Ich glaube, so können wir es machen. Und das Ding hier könnte man noch verbessern. Und kriegen dann mehr Entschlossenheit. Ah, da kann ich Zusatzentschlossenheit holen. Ich kann es ja mal verbessern. So, hier haben wir plus 3 Vitalität nur. Und hier plus 11. Aber 15 Gewicht und hier 55. Ja gut, trotzdem. Das machen wir so. Jo, nice. Ich glaube, so ist doch geil. Richtig viel Vitalität. Jo, kann man schon machen. Und hier konnten wir auch noch was verbessern. Gelehrte. Fokus kriegt man da. Was konnten wir hier noch alles verbessern? Hartleder, Entschlossenheitskram. Und hier konnte ich die Dinger dann noch kaufen. Ne, passt so, oder? Habe ich jetzt was weggeklickt? Ammonit, Fossil, bla, Rüstung haben wir drin. Ich würde sagen, das passt so, oder? Mondsichel, Ammonit. Jo, nice. Wunderschön. Und wir haben immer noch super viel Gold. Traumhaft. So, hier beim Boss irgendwie Heilung und so ein Kram. Goldbonus. Ah, stimmt. Müsste so langsam auch mal wieder drin sein hier. Wunderschön. Wäre auch geil. Gerade für so Goldfarm-Runs ist das schon immer mega, ne? Wenn man es machen kann, sollte man es eigentlich mitnehmen für die Zukunft. Auch wenn es gerade weh tut, weil wir einen großen Sprung machen könnten, mache ich es trotzdem so. Und das Ausrüstungsgewicht wäre so langsam auch mal an der Reihe. Runengewicht ging eigentlich noch. Oder Vitalität nochmal, um längere Runs oder Stärke. Ja, sind wir deutlich vitaler. Ja, deutlich vitaler ist gut, oder? Über die Vitalität haben wir es auch gerade eben geschafft, den Boss zu schaffen. Wunderschön, traumhaft. Ah, stimmt, da fällt mir noch was ein. Das könnte man noch so zum Abschluss machen. Und zwar habe ich ja vor einer Folge gesagt, dass es hier so einen Hinweis gibt. Hier, den da. In Erebos schmiegt sich eine Feuerstelle dicht an eine Mauer. Eine vermummte Gestalt, in grünen Gestalt, geht auf die nahegelegene Mauer zu und tut täglich so, als würde sie eine Feuerkugel dagegen werfen. Ah, ich brauche wahrscheinlich den Feuerskill dann, ne? Denke ich mal. Und dann ist das hier, vielleicht ist es sogar hier gemeint, dass ich hier irgendwo dagegen werfe. Trotzdem, ich gehe jetzt mal die Heilung von Erebos. Jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwo eine Mauer ist mit einem, mit einer Feuerstelle. Ich glaube es ja nicht. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwann so einen Feuerball oder sowas. Und müssen auf so eine Stelle achten. Eine Feuerstelle oder irgendwas. Und irgendwer in einer grünen Gestalt, also der Typ hier selbst. Ja, bla bla. Da wäre eine Feuerstelle, aber nicht nah an der Mauer. Narben zu finden ist alles andere als leicht, aber ich darf meine negativen Gedanken nicht außer Kontrolle geraten lassen. Wenn eine gefunden wurde, wird sich auch der Rest finden. Reisende, wenn du mich hören kannst, solltest du wissen, dass ich an dich glaube, du wirst die Narben finden. Narbe entdeckt, schwere Waffen, mega nice. Sehr schön. Besuche Geras im Andershaus, um Hinweise zu ihrem Standort zu bekommen. Ja, zu den Narben. Sehr schön, mega nice. Ja, das war's dann eigentlich soweit. Jetzt muss ich das nur nochmal zu Ende bringen. Mehr ist hier eh nicht, würde ich behaupten. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Also war's doch richtig, meine Annahme. Sehr schön. Richtig nice. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wo wir dann stehen, was ich so zwischendurch mal gemacht habe oder so. Aber wir haben jetzt echt schon vieles gesehen. Ja, sodass ich auch das ein oder andere Mal überspringen kann. Ich denke, mit dem Char hier kann ich schon mal weitermachen mit euch zusammen, weil er halt noch diese Feentruhen-Geschichte da hat. Wobei ich nicht genügend Sprünge habe. Ich müsste auch die Runen verbessern da oder dieses Runengewicht mal verbessern, um mir diese Doppelsprünge und Mehrfachsprints und so reinzuholen. Ich glaube, da habe ich auch schon Runen dazu gefunden. Müssen wir mal gucken, weil ich glaube, das wird jetzt echt wichtig da in dem Fünfer-Dungeon da. Im Sonnenturm.
Da könnte das wichtig werden, denke ich. Aber sehr geil, dass wir das gefunden haben. Finde ich gerade super witzig. So, sehr schön. Ah, da ist schon vorbei. Wunderbar. Ja, und jetzt haben wir hier diese schwere Waffen hier freigeschaltet. Nur Barbaren. Zerstöre alle Zielscheiben im Wald. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Ja, nee, dann machen wir Schluss an der Stelle. Ich wünsche euch was und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.